Richtig, ich hatte hier etwas zu erledigen. Das haben wir schon. Agnea, nächster Halt ist die Stadt Sahi, wo ihre Mutter einst auftrat. Ob sie hier jemanden findet, der sich an Kuanai erinnert? Sahi, in dieser Stadt war also einst meine Mutter. Sehr schöne Stadt, wie ich finde. Es ist nicht lange her, dass auch Giselle hier war. Irgendjemand muss sie noch kennen. Entschuldigung. Was willst du, Mädchen? Kennt ihr eine Tänzerin, die vor 20 Jahren in dieser Stadt aufgetreten ist? 20 Jahre sind eine lange Zeit. Hier hat sich viel geändert. Versuche es doch mal im Ostteil der Stadt. Das ist die Altstadt. Danke, das werde ich tun. Nanu? Was ist denn das? Eine Statue wahrscheinlich von deiner Mama. Diese Pose, das ist doch... Das sieht aus wie der Mondtrapser. Sollte das etwa... Aus dem Weg, alte Schachtel. Alte was? Nimm dies und das und dies obendrauf. Hoppla. Tja, das hast du jetzt davon. Laila, was machst du da? Also wirklich nichts als Flausen im Kopf. So etwas Ungezogenes, die Mutterstatue anzumalen. Sieht doch so viel besser aus. Diese Statue steht für unsere Hoffnung. Ha, als gäbe es hier sowas. Hier gibt es kein Geld und kein gar nichts. Alles tote Hose. Was will man da mit Hoffnung? Also sowas. Na, wer wird denn da Tränen im trockenen Wüstensand versickern lassen? Aber ich weiß schon, wie ich die ausgedörrte Stimmung wiederhebe. Nun, was kommt denn jetzt? Sie fängt an zu tanzen. Der Tanz beginnt. Was sollte das denn bitte? Aus dem Weg. Und dein Geschmiere, Layla, das verschwindet wieder. Was? Was war denn das gerade, dieses Rumgedrehe? Hast du noch nie einen Tanz gesehen? Das war also ein Tanz? Layla! Mist, mein Großvater. Diese schnell wie der Wind, wenn sie Reis ausnimmt. Sie kommt schon wieder, spätestens wenn ihr der Magen knurrt. Wo sie recht hat sie recht, Freunde. Das war ein nettes Tänzchen. Vielen Dank, die anderen habe ich damit leider nicht erreicht. Uns schon, reisende Tänzerin. Die Geschmäcker sind halt verschieden, Freunde. Möchtest du dich vielleicht bei uns zu Hause etwas ausruhen, Fräulein? Gerne, wenn ich nicht störe, und mein Name ist Agnea. Du bist herzlich willkommen, kleine Agnea. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich dir schon mal begegnet bin. Zum
Haus des alten Ehepaars begeben. Dann werden wir das mal tun, Freunde. Hallo Opa, hallo Oma. Hallo ihr zwei, wart ihr auch schönartig? Sind das eure Enkel? Nein, es sind Kinder aus der Stadt, wir kümmern uns um sie. In Sahih gibt es nicht viel Gelegenheit, Geld zu verdienen, deswegen müssen ihre Eltern arbeiten, in der Ferne suchen. Willst du mit uns spielen? Die ist nur am Dancen, die Frau, ne? Ja, yeah, zack, zack, zack. Hui, das sieht ja toll aus. Sie ist eine reisende Tänzerin. So jemand habt ihr noch nie gesehen, oder? Ihr zuckt's auf jeden Fall in den Füßen, Freunde. Vor 20 Jahren kam schon einmal eine Frau wie sie in unsere Stadt. Sie hieß Kuani und war eine sehr liebevolle Person. Es war meine Mutter. Na also, ich hab doch gesagt, dass du mir irgendwie bekannt vorkommst. Hihi, das freut mich aber, dass ihr euch an meine Mutter erinnert. Wie könnte man an solch eine Person vergessen? Wir waren nur eine Station auf ihrer Reise und doch hat sie uns aus eigener Tasche mit Waren versorgt und geholfen. Jeder von uns hat sie verehrt, als wäre sie seine eigene Mutter. Damit diese Stadt niemals vergisst, wer ihr Hoffnung geschenkt hat, hat man ihrer eine Statue errichtet. Diese Statue ist also ein Bildnis meiner Mutter. Es macht mich wirklich glücklich. Meine Mutter hat damals ein Waisenkind kennengelernt. Hat ihm das Tanzen beigebracht. Dieses Kind hat nicht aufgehört, fleißig zu üben und ist zu einer berühmten Tänzerin geworden. Was ihr nicht sagt. Leibwächterin, entschuldigt die Störung. Aber hab ich nicht gesagt, dass ihr gefälligst verschwinden sollt? Du kannst so oft kommen, wie du möchtest, aber unsere Antwort bleibt gleich. Wir haben keinen anderen Ort, an dem wir wohnen können. Diese Stadt ist unser Zuhause. Bitte überlegt es euch doch noch einmal. Diese Frau kenne ich doch. Wir haben dieses Grundstück für ziemlich viel Geld gekauft. Ihr habt kein Recht, hier zu wohnen. Dass ihr überhaupt noch hier seid, habt ihr nur der Großzügigkeit meiner Herren zu verdanken. Doch damit ist Schluss. Heute ist Zwangsräumung. Halt! Lass gefälligst die Finger von meinen Eltern. Laila! Verschwinde, du Untier. Kauf doch irgendein anderes Grundstück. Was wollt ihr überhaupt mit dieser wertlosen Stadt? Wir werden räumen. Die anderen sollen sich auch darauf gefasst machen. Versteht das als gut gemeinten Rat. Danke, Laila. Hey, Laila. So ein Mist, ich hab's doch gesagt. In diesem Müllhaufen gibt es keine Hoffnung. Aber Laila. Ist Laila schon wieder von zu Hause weggelaufen? Und das in diesen Zeiten? Du bist zu nett zu ihr, Prat. Sie hat keine Eltern. Sie wurde als Kind ausgesetzt, also haben wir sie aufgenommen und großgezogen. Doch die Wunden in ihrem Herzen sind nie verheilt. Deswegen bereitet sie anderen Menschen nichts als Ärger. Ständig sagt sie, dass es hier keine Hoffnung gäbe.
Ach, wüsste ich doch nur, wie wir sie glücklich machen können. Ich werde sie suchen. Layla finden. Garut und Kuani. Agnea, deine Mutter muss eine wundervolle Person gewesen sein. Anscheinend war sie wirklich überall beliebt. Ja, ich bin wirklich stolz auf sie. Dein Vater ist doch ein einfacher Schneider, oder? Wie hat er das Herz einer strahlenden Primadonna erobert? Wenn ich das erzähle, sind die Leute immer ganz überrascht, aber eigentlich war es meine Mutter, die ihm den Antrag gemacht hat. Was? Er hat ihr ein Kleid genäht und als sie es anzog, hat sie sich auf einen Schlag in ihn verliebt. Es waren nicht nur die Farbe, die Farben oder das Muster, sondern auch der Schnitt und das Gefühl, das sie beim Tragen hatte. Wer so ein Kleid näht, der denkt an nichts als das Glück desjenigen, der es tragen wird, hat sie gesagt. Sie wollte seine Kleider bis an das Ende ihres Lebens tragen. Oh, wie süß. Und all das nach einer einzigen Anprobe. Klingt nach einer sehr leidenschaftlichen Frau. Sie meint immer lachend, es wäre nicht Liebe auf den ersten Blick, sondern Liebe auf den ersten Nadelstich gewesen. Dann war es wohl das Schicksal, das die beiden zusammengeführt hat. Ja, bestimmt. Und man sieht, Kleider machen nicht nur Leute, sondern auch Bräute. Schöne Anekdote. Was will ich noch hier? Diese Stadt ist sowieso bald vom Erdboden verschwunden. Das geschieht ihr nur recht. Hier gibt es sowieso nichts Lustiges. Etwas Lustiges. Dieser Tanz war lustig. La 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 la. La la la. Und noch einmal la 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 la. Was guckst du denn so, hä? Gar nicht so schlecht, deine Schritte. Es freut mich, dass ihr das Tanzen gefällt. Ach was, tut es gar nicht. Ich zeig dir, wie es geht. Komm, tanzen wir zusammen. Was? Ach, deine Schuhe fallen ja fast schon auseinander. Damit lässt sich nicht gut tanzen. Ich weiß, ich suche die neue Schuhe. Hey, ich hab doch noch nicht mal Ja gesagt. Ben, ist schon gut, ich bin gleich wieder da. Was will die bloß von mir? Jemanden hübsche Schuhe abschwatzen. Schuhe. Also dann, auf zur Schuhsuche für Layla. Warte, Agnea, ich will dir erst noch etwas sagen. Einst teilte Elfric, der Flammenbringer, sein Feuer mit der Menschheit. Die Menschen waren dankbar, denn ihre Nächte waren nicht länger kalt und dunkel. Doch Alfrics Feuer erlosch und sein Körper war schrecklich geschunden. Warum erzählst du mir das jetzt? Nun, Agnea, weil deine Schuhe auch schon bessere Tage gesehen haben. Was? Huch, tatsächlich. Du solltest hin und wieder etwas mehr an dich denken. Danke, Temenos. Ich werde mich um meine Schuhe kümmern. Sobald ich welche für Layla gefunden habe, also los. Bei den Göttern möge die heilige Flamme dir den Weg leuchten. Noch einmal. Zusammen singen. La 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 la. Warum singst du? Oswald. Weil ich gute Laune habe. Das verstehe. Wer will?
Willst du nicht mitsingen? Nein, danke, ich verzichte. Na gut, dann singe ich ihm alleine. Auf eine Reise muss ich gehen. Doch sag ich nicht leb wohl, denn, und das verspreche ich dir, wir werden uns wiedersehen. Da, du hast mit dem Fuß im Takt gewippt. Nein, mir hat nur der Zeh gejuckt. Selbst Oswald packt es jetzt, das Tanzfieber. Der gute Oswald. So, dann werden wir uns mal ein paar Schuhe hier gönnen. Suchst du Schuhe? Ich hätte dann noch unbenutztes Paar für Kinder. So, die müssen wir abschwatzen, ne? In der Nacht. Hübsche Schuhe. Ich verstehe. Nimm die Schuhe und gib sie dem Mädchen. Perfekt, die passen ihr bestimmt und hübsch sind sie auch. Dann mal nichts wie zurück zu Leila. Leila die hübschen Schuhe geben. Hübsche Schuhe, diese Person geben, was sie braucht. Oh, wie schön, sie passen wie angegossen. Ach ja? Los geht's, sieh genau hin. Jetzt du, Leila. Ja, ja, ist ja gut. Oh, ist hingefallen. Ich kann das nicht. Das kann keiner beim ersten Mal, dieses. Das ist der Mondrapser, ein schwieriger Schritt. Aber du schaffst das bestimmt. Ja, ja, schon klar. Du willst dich doch nur über mich lustig machen. Gib es zu. Ich doch, Leila. Du hast Talent, das sehe ich an deinen Bewegungen. Was? Es ist nicht schlimm, wenn man nicht auf Anhieb gut tanzen kann. Ich bin der schlechteste Tänzer aller Zeiten, Freunde. Nur mal so nebenbei. Es soll ja auch Spaß machen, das ist die Hauptsache. Spaß? Versuche es nochmal. Ein wenig später. Ja, jetzt hast du es raus. Du tanzt fantastisch, Leila. Oh. Das ist das erste Mal, dass mich jemand so lobt. Oh, sehr traurig. Hihi, danke, Leila. Danke, wofür? Dass du dich freust, denn das freut mich auch. Du bist ja verrückt. Ah, sie kennt das nicht, leider. Die gute Leila. Freust du dich noch mehr, wenn ich den Mondtrapser schaffe? Als ich deinen Tanz gesehen habe, waren alle Sorgen in meinem Kopf plötzlich wie weggeblasen. Mir wurde auf einmal ganz warm ums Herz. Ich bin auch etwas verrückt. Ach, Leila. Komm, versuch es nochmal. Auf eine Reise muss ich gehen. Doch sag ich nicht, leb wohl. Denn, und das verspreche ich dir, wir werden uns wiedersehen. Doch sag ich nicht, lebe wohl. Denn, und das verspreche ich dir, wir werden uns wiedersehen. Mit ihrer Mama zusammen. Ich hab's geschafft. Ja, du hast den Mondtrapser gelernt. Ein Zeugnis deines großen Fleißes. Gut gemacht, Dulciana.
Zoo. Danke, Kwani, meine werte Lehrerin. Als ich dich zum ersten Mal tanzen gesehen habe, wusste ich, dass ich berühmt werden möchte. Oma? Du tanzt wirklich gut, Layla. Du erinnerst mich an Dulcinea. Dulcinea? Das Waisenkind, dem meine Mutter das Tanzen beigebracht hat, war also... Wo ist es? Du kennst sie also schon. Wir haben sie immer bis tief in die Nacht geprobt. Du hast auch eine gute Lehrerin gefunden, Layla. Dulcinea wollte berühmt werden und das hat sie auch geschafft. Aber nicht jeder in dieser Stadt ist gut, auf sie zu sprechen. Vielleicht hat sie ja unsere Mutter umgebracht. Wir wissen ja, bis heute nicht so richtig, was da jetzt mit ihr passiert ist. Also ich glaube, das wurde bis jetzt noch nicht gesagt oder ich habe es vergessen. Und das beruhte zu einem großen Teil auf Gegenseitigkeit. Es ist schrecklich, die Stadt. Was ist passiert? Ich sehe sofort nach. Ich komme mit. Zum Ort des Tumults begeben. Was soll das? Zwangsräumung, habe ich doch gesagt. Aufhören, das ist unsere Stadt. Da ist sie, Dulcinea. Dulcinea. Seid mir gegrüßt, ihr armen Slum-Bewohner. Lasst mich euch von diesem Dreck befreien. Es ist mir egal, wie berühmt du geworden bist und in welchen Gefilden du jetzt schwebst. Es wird Zeit, dass du zurück auf den Teppich kommst und dich an deine Wurzeln erinnerst. Ich würde ja gerne, wenn ich nicht alles verdrängt hätte. Und jetzt Schluss mit dem Gerede, Veronika! Ich werde mir diese Aufführung von einem Logenplatz aus ansehen, oben auf dem Hügel. Jawohl. Was soll das alles? Ich muss diese Tragödie irgendwie aufhalten. Ich komme mit, ich werde es diesen Halunken zeigen. Ich verstehe, dass ihr die Bewohner dieser Stadt wirklich am Herzen liegen, Layla. Aber das hier übernehme ich. Du musst die Kinder in Sicherheit bringen. Agnea. Verstanden, ich kümmere mich um sie. Viel Glück, Agnea. Ich werde dich nicht enttäuschen. Zu Dulcinea begeben. Dann werden wir das mal tun. It's my turn. Bye bye. Prepare you. It's over. Oh dear. Blaze on, O sacred flame. That's that. Thinking time. Don't mind if I do. Danke. I've gained valuable insight. So kann ich noch schnell meine FP-Punkte einsammeln. Das trifft sich gut.
prepared. It's over. Time to share. Very well. Prepare yourself. Was? Ah, ich hab mich vertan, Freunde. Burn bright, oh sacred flame. Oh, ist nicht schlimm. Oswald hat es nochmal gerade gebogen. Agnea ist Stufe 32. Let the experiment begin. To work. Low, rigid wings. That's how it's done. Boom. It's my... Here goes. Don't mind if I do. Jawohl, 130, sehr schön. FP ist wieder aufgeladen. Hikari hat Level 35 erreicht. Wir speichern mal sicherheitshalber ab, Freunde. Man weiß ja nie. I shall be your opponent. Here I come. My blade sings. Time to strike. Nice. Pierce them, winds of frost. Time to strike. I wasn't expecting that. So, auf geht's, Freunde. Oh, guck mal hier, der hat sogar einen Schirm, alles dabei. Schön eingerichtet hier. Found you. Hier also. Schönes Plätzchen. Würde ich auch abends mal ein bisschen chillen, würde ich sagen. Well, well. Sieh mal an, die kleine Tänzerin. Hey, du bist wahrscheinlich hier, um mein Autogramm von mir zu bekommen. Habe ich recht? Und dafür bist du extra den weiten Weg gegangen. Du musst mich ja wirklich anhimmeln. Was für ein Unsinn, bist du verrückt geworden? Ich bin hier, um dich aufzuhalten. Ich lasse nicht zu, dass du diese Stadt zerstörst. Ich zerstöre nicht. Ich erschaffe ein neues Land. Dolcinea-Land. Land? Klingt doch gut, oder? Es ist ein Stern am Himmel der Unterhaltung gewidmet, wie er in 1000 Jahren nur einmal aufgeht. Die Menschen sollen mir auf alle Zeiten dankbar erweisen. Warum tust du das? Das ist doch deine Heimat. Lass dich, Scherz, ich bin nicht zum Lachen aufgelegt. Dolcinea? Dies ist nicht meine Heimat. Ich erinnere mich an nichts als Sand. Selbst die Gesichter meiner Eltern habe ich vergessen. Sie haben mich hier im Stich gelassen. Mein Leben war nichts als ein einziges Unglück. Oh, das ist natürlich traurig. Ich habe in verlausten Decken geschlafen und Essensreste aus dem Abfall gezogen. Dann hat sich das Blatt gewendet. Eine leuchtende Macht sich über dem Misthaufen breitet, der mein Leben war. Ein Leuchten, nach dem sich jeder sehnt. Der Glanz des Ruhmes. Ich schwor mir, es allen zu zeigen. Ich habe hart gearbeitet. Ich wurde Tänzerin, reiste und sah die größten Bühnen.
Ich musste dort tanzen, es war mein größter Wunsch. Ich probte wie besessen, mehr als jede andere Tänzerin. Und irgendwann bestrahlt mein Funkeln sie alle. Niemand konnte mich auf meinen Weg nach oben aufhalten. Verstehst du? Ich bin, und das steht außer Frage, die leuchtendste Gestalt auf der ganzen Welt. Oha! Voll von sich überzeugte die Frau. Ich habe Befließen geübt, damit meine Glanz nie erlischt. Wie aber könnte der funkelndste Stern dieser Welt aus so einem Drecksloch aufgestiegen sein? Es ist schlichtweg unmöglich und deswegen weigere ich mich, diesen Ort meine Heimat zu nennen. Ist das denn wirklich so wichtig? Ist es wirklich so wichtig, woher jemand kommt? Eine echte Primadonna würde nie jemanden unglücklich machen. Eine echte Primadonna würde... Genug geredet. Mach Platz, das muss alles dem Erdboden gleich gemacht werden. Damit sich niemand mehr daran erinnern kann. Ich denke gar nicht daran. Willst du etwa die Heldin spielen? Das wirst du bereuen. Veronika, walte deines Amtes. Ich werde diese Stadt und ihre Menschen beschützen. Da ist sie, gute Veronika, mit sehr großer Oberweite. Die gute hier. Boah, was hat die uns schon Kopfschmerzen zubereitet? Ja. Here I come. I'm sorry. Oh dear. Prepare yourself. Is that the spot? Thinking time. Wenn wir jetzt nichts anbrennen lassen. Sehr gut. Kriegen wir das auch irgendwie gebacken hier. Let me show you what I've learned. Fire. Burn. Time to shine. Nee. So, mit allen Angriffen Schildpunkte, geil. Damit warten wir aber noch. Now it begins. My blood boils. Nicht so prickelnd, ne? Very well. So, schauen wir mal. Das hat schon mal gut funktioniert. Ich glaube, mit denen hier werde ich nur heilen. Die können eh nichts machen. Ey, low.
1. Weil sie nicht sowas schon sehen, ne? So, du machst das Schild kaputt hier auf jeden Fall. Und meine, wie sagt man? Meine Strategie ist jetzt, liegt darin, einfach immer nur die ganze Zeit das Schild zu brechen. Alles andere ist nebensächlich. So. Immer wieder das Schild brechen und hoffen, dass wir das hier überleben. Das ist mein Plan für heute. Das sind alles so Sachen. Machen wir mal so. Diese Zahn zulegen, ne? Achso, das ist keine Fähigkeit. Verdammt, ich kann das nicht blockieren oder wie auch immer. Das ist natürlich blöd, ne? Oh dear. Say your prayers. Flames burn bright. Aber nur ein. Ach, warum lasse ich mich auch immer da auf zum Blödsinn ein, verdammt. Wir haben doch keine Zeit dafür. Aber Gott sei Dank ist nochmal gut gegangen. Jetzt Cleric. Nein. Gelehrter. Hau alles rein, mein Freund. Pupp dich mal richtig aus jetzt hier. Ah. So will ich das sehen. Prepare yourself. Jetzt ist gute Auswahl dran. Der darf auch nochmal ausrasten. Oh, herrlich. Ah, jetzt guckst du, Veronika, ne? Mit extrem großer Oberweite. Da bringt dir deine Oberweite auch nichts mehr. Aber man soll ja den Abend nicht vor dem Tag loben. Bis jetzt sieht's gut aus. Aber es kann sich alles hier ganz schnell ändern. Indulge me for a moment. Here I come. Nee. Das lassen wir mal für zum Schild brechen. Wir müssen jetzt hier richtig logisch an die Sache herangehen, auf jeden Fall. Weil das Schild wird immer mehr. To work. So, ich würde sagen. Nee, das machen wir so. Unten heilen. Dürfte so gehen, oder? Was kriegen wir? Ah, über 1000, das geht. Oh, du machst das jetzt hier. Oh ja. Schild brechen, Freunde. Schilde, Schilde, Schilde brechen. Anders habt ihr hier keine Chance, ich schwör's euch. Bam, it's over. Der gute Temenos, der hat nämlich jetzt hier noch seine BP voll. Ja, sie ist rot, Freunde. So weit sind wir bis jetzt noch nicht gekommen. Eigentlich ganz easy, ne? Einfach nur Schild brechen. Dann hat sie keine Chance. Nicht den Hauch einer Chance. Und ich habe mich von meinem ersten Run davon leiten lassen, den Feuer zu die ganze Zeit zu machen, aber so geht das Schild langsamer runter. Zahn zulegen. Da, jetzt haben wir es nämlich schon. Jetzt hat sie nämlich nur noch 4. Jetzt müssen wir alles auf eine Karte setzen, ne? Ja, danach kommt nämlich Oswald. Könnten wir schaffen. Ansonsten sind wir tot. Nein, Spaß. Kriegen wir schon hin. Ja. Oh, guck mal. Da bricht er durch. Da bricht er durch hier. Salz in die Wunde. Sehr gut. Direkt noch einen hinterher.
Elementares Kreuzfeuer, bitte. Und jetzt, Oswald. Du darfst. Du darfst hier einmal ausrasten. Indulge me for a moment. I need a plan. Oh, darf noch mal? Komm, wir setzen alles auf eine Karte, oder? Nein, setzen wir nicht. Nein, setzen wir auf keinen Fall. Wir sind jetzt schon so weit gekommen, ich will nicht sterben. Hätte sein können, dass wir damit auch jetzt durchgekommen wären, aber wir probieren es lieber so. Komm schon, Baby. Wir haben es geschafft. Wir haben sie besiegt. Die Veronika mit extrem weiter Oberweite. Was? Weiter Oberweite? Ja, genau. Mit extrem großer Oberweite. So, jetzt haben wir es. Gott sei Dank, Freunde. Ich sag's euch. Uruk, ich habe versagt. So. Dann übernehme ich jetzt. Ich muss eingestehen, du weißt, wie man den Leuten etwas bietet. An dir ist etwas Besonderes, Agnea. Bitte sag nicht, dass wir jetzt auch noch gegen die kämpfen müssen. Ein Funkeln, das man an anderen Tänzerinnen nicht sieht. Weißt du, woran man eine gute Tänzerin erkennt, Dolcinina? Daran, dass sie die Menschen glücklich machen möchte. Unfug. Ich tanze, damit man mich sieht, um es dieser Welt zu zeigen. Ich habe gelernt, nur an mein eigenes Glück zu denken. Du bist doch die Tochter von Kuani, oder? Willst du auch in Ehren, was sie gesagt hat? Das tue ich. Hey, dummes Kind. Aber du beeindruckst mich. Hier. Eine Einladung? Das Fest der Grazien. Die Hauptbühne auf dem großen Reigen. Nur die besten Tänzer dürfen dort hinauf. Dort werden wir gegeneinander antreten, Agnea. Wir tanzen um den Titel der Primadonna. Gerne, darauf habe ich gewartet. Ich freue mich schon. Dieses lächerliche Stück Land bekommt bis dahin nochmal Aufschub. Veronika, wir gehen. Mit extrem weiter großer Oberweite. Die heutige Darbietung wurde dir präsentiert von mir, Dolcina Luciel. Wir sehen uns auf der Bühne wieder. Ein bisschen crazy ist sie schon, ne, die Gute? Du hast sie vertrieben. Danke, reisendes Tanzmädchen. Zum Glück ist alles gut gegangen. Oh nein, seht doch. Die Mutterstatue ist zerstört. Boah, wer hat es gewagt hier? Schweinerei. Man möge mir seinen Kopf bringen. Unsere Hoffnung. Layla. Nichts als betrübte Gesichter. Seid ihr es nicht langsam leid, ständig Trübsal zu blasen? Was? Eure Hoffnung steht vor euch. Ich bin es. Ich werde eure Hoffnung sein. Layla. Du? Auf eine Reise muss ich gehen. Doch weinen werde ich nicht. Denn, und daran glaube ich, die Hoffnung wird bestehen. Layla. Sie tanzt.
I can't believe Gibt's doch nicht. Ouch. Uff. Lila. Lila. Auf eine Reise muss ich gehen, doch weinen werde ich nicht. Denn, und daran glaube ich, die Hoffnung wird bestehen. Was uns auch trennt, meine Lieder werden, wenn Trauer dich umfängt, erinnere dich an die Stimme mein. Lass uns träumen von dem Tag, der uns einst wieder vereint. Singen wir zusammen, so wie es war. Gemeint. Whoa. Ah. Whoa. Danke, Agnea. Du hast mir etwas sehr Wichtiges gezeigt. Und du, hast du auch etwas gefunden? Ja, und zwar mütterliche Liebe, die Freude am Tanzen, die Kraft der Entschlossenheit. Mütterliche Liebe. Wirklich? Hey, dann bin ich ja froh. Tanzen macht die Welt ein wenig wärmer. Alle Sorgen sind dann wie weggeblasen. Es bringt mir Glück. Was für schöne Worte, Lila. Okay, jetzt habe ich nur noch einen Wunsch. Ich möchte meine Freude mit den anderen Menschen in dieser Stadt teilen. Danke, Lila. Schon wieder, wofür denn? Na dann. Agnea! Agnea! Lila. Let's meet again someday. Auf Wiedersehen. That's a promise, Agnea. Ja, bis bald, Agnea. See you soon. Bis bald. Und danach ist die Statue wieder repariert. Hast du mich verstanden? Erinnerung an ihre Mutter, das war es, was Sai für Agnea bereithielt. Eine Primadonna, die ihre Träume beraubt wurde und ein kleines Mädchen, das auf die Zukunft baut. Die reisende Tänzerin barg ihre Geschichte tief in ihrem Herzen, die Chancen ihres Lebens zum Greifen nah. Die Tänzerin Agnea Kapitel 4. Ende.